So, hallo und alle zur nächsten Folge von Schein 2. Ich hoffe, ohne Abstürze. Ja, Leute, folgendes. Und zwar, wir sind gerade dabei, hier das Menü anzufertigen. Ich hoffe mal, das klappt so einigermaßen. Yes, yes, die hätte ich gerne. XP always visible, auch yes. Vielleicht gar nicht schlecht. Minimal hat. Nee, Duration. Numeric, yes. Ich würde auch gerne sehen, wie viel Mana ich jeweils immer habe. Und das Mana kann ich dementsprechend dann hier wieder verschieben. Und den Burnout kann ich hierhin verschieben. So, ja, okay. Gut, und dann, ja, Experience kann ich auch hier verschieben, so ein bisschen. Okay, gut, dann Escape. Und jetzt haben wir einfach das Menü nur eingerichtet, obwohl ich, ja, bei der XP-Bar mir noch nicht sicher bin, ob die da so gut passt. Das Problem ist einfach, dass wir, kann ich das verschieben? Was das macht, macht mal so und so. Das sieht schon wieder schön aus, hoffe ich. Okay. So, wir haben neue Leisten. Jede Menge neue Leisten. Ja, egal. Gut, und dann kurz pennen, weil wieder Nacht ist. Dann geht's weiter mit dem nächsten Schritt. Im Anschluss. Wir müssen uns ein bisschen Zeug sammeln. Und zwar auch so ein epischen Dings. Und am besten ist es wirklich, wenn wir bei Structures, ein Crafting-Altar, so machen, wie er hier ist. Wechselt gerade ein bisschen durch, man kann verschiedene Dinge machen. Die Frage ist, was am effektivsten ist. Ich glaube, ups, alle Layer. Layer. Am effektivsten müsste eigentlich Nether Quartz sein. Und dann für oben drauf müssten wir am allerbesten Sandstone, haben natürlich nicht Emerald Blocks nehmen. Ja, das ist eigentlich schlau, was er unten gemacht hat. Mache ich. Ich habe das Ganze nämlich auch eben gerade jede Menge Emeralds bekommen. Ich muss mir jetzt nur schnell Nether Quartz ein bisschen farmen. Und zwar ein bisschen viel farmen. Aber müsste ich sowieso noch irgendwann farmen, ganz einfach aus dem Grund, weil, ja, wir brauchen es so oder so nochmal. Gut, dann haben wir hier am besten so eine aus Magica-Kiste oder so. Ich habe hier schon mal Zeug reingelegt. Tun wir unten hin. Da kommen hier mal die Eimer raus. Dann, das kann hier gerade raus, das will ich raus. Mal gerade raus, will nicht abnippeln. Dann das Spell Receive. Den Besen können wir vielleicht mitnehmen. Vielleicht brauchen wir den gleich in der Hülle. Ich will den echt nicht verlieren. Das wäre jetzt richtig kacke. Das kommt raus. Das will ich auch gerade mal raus. Wir gehen jetzt in den Nether und ich muss mir kurz was besorgen. Nämlich Nether Quartz, jede Menge. Kurz zu Team 2. Und dann kurz die Spitzhacke auch reparieren. Alles immer so mal kurz. In der Hölle bringt mir der Eimer eh nichts mehr. So. Und hier, ich weiß, die Bude ist mir leider abgebrannt. Tut mir leid. Repair. Vielleicht kann man ja noch ein bisschen hochschrauben. Efficiency 4. Okay. So, haben wir das noch ein bisschen gepimpt. Okay. Dann, oh, ist wieder ein Vieh drin. Ich hätte am liebsten noch ein bisschen, egal. Ab geht's in die Hölle und wir müssen leider Quartz besorgen. Ich weiß, ich habe davon echt nichts mehr gehabt oder nicht mehr viel, was weiß ich. So, meine Lebensleisten müssen wieder volllaufen und ich gehe mal so ein bisschen in die Richtung, wo ich die ganze Zeit immer war. Und guck mal, ob ich da Sachen erfarmen kann. Mal, du hast so viel Mana. Level 1 schon. Okay. 500 Mana ist viel. Kann man schon ordentliche Spells machen. Ich kann das Magie-Level nur leveln, wenn ich denn auch Dings hab. Oh, ich hab. Oh, komm. Ich wollte mit dem Besen hier ein bisschen rumfliegen. Und ein bisschen Gegend suchen, um Nether Quartz zu farmen. Ja, da vorne ist ein Vieh gewesen. Was mir die Sache jetzt nicht gerade leichter gemacht hat. Also Hölle ist mal wieder gefährlich wie immer. Ich glaube, die Fläche ist da verhext. Ich will eigentlich nur Nether Quartz abbauen, meine Freunde. Wir brauchen halt ganz, ganz viel davon und ich will Skates Tisch da nicht mopsen. Die Frage ist natürlich, ob ich ihn mit benutzen kann. Boah, das wäre ja episch. Weißt du was? Ich benutze den einfach mal mit und baue ihn ihm dafür fertig, weil ich glaube, der hat es noch gar nicht fertig gebaut, das Ding.
Trotzdem muss ich aber auch so oder so Nether Quartz einsammeln, wenn ich noch... Wenn ich hier etwas modifizieren will. Und dann greifen mich hier unten die ganze Zeit diese scheiß Viecher an und nerven mich zu Tode. Ich kann mich ja hoffentlich wieder auch sofort zurückporten nach zu Hause. Deswegen können wir ja ganz gechillt hier durchgehen. Ich glaube, es geht auch durch Dimensionen, das Buch. Ich hoffe es mal. Ich habe es nicht getestet. Egal, teste ich am Schluss. Wird schon funktionieren. Ja, in Dimension. Okay, die Dimension wird mir dazu gezählt. Okay. Dimension Zero ist halt die normale Welt. Das heißt, das Buch wird mich auch in die entsprechenden Dimensionen zurückbringen. Das heißt, ich kann hier weiter latschen und was weiß ich nicht alles und Zeug einsammeln, wie ich lustig bin und bin mit dem Mausklick wieder zurück. Ist doch schön. So. Emerald, okay, war alles klar. Müssen wir halt ein bisschen... Egal. Egal, ich bin noch wieder am Rumüberlegen. Ist ja schwachsinnig, wenn ich mir noch so ein Ding baue, dann mache ich das lieber erstmal und benutze das von Skate mit. Spare ich mir eigentlich ein bisschen Farben. Ich denke immer so, ich kann was eigenes bauen, aber ich denke mal, Skatey lässt mich bestimmt den mitbenutzen. Ich denke mal, wenn ich umziehe und da einen haben will, dann müsste ich mir einen eigenen bauen. Wäre so voll lustig, wenn er sich einloggt, zum Beispiel, und sieht, dass der Tisch für ihn fertig gebaut wird, für jemand anderem. Denken sich, mein Gott, das wäre eine coole Überraschung. Ja, doch. Das wäre interessant. Boah. Komm ich irgendwie hoch? Nether Quartz. Komm schon. Geht übelst schnell mit der Efficiency. So vielleicht? Ja, so vielleicht. Also ein bisschen Quartz haben wir eingesammelt, aber das ist echt nett, die Welt. Und ich hoffe mal, schickt halt dazu, um das für ihn da fertig zu bauen. Ich hätte noch anderweitig Zeug mitnehmen müssen. Nochmal die Stahlspitzhacke oder so. Für Menyolin oder für Kobalt und Ardite abbauen. Dann brauche ich auch, wenn ich die Waffen nochmal machen will. Was heißt, einfach nochmal machen, Sinn von besser machen. Nämlich am besten sind sie mit Max-Papier. Und kriegst einen Cleaver mit Repair auf 46 Damage. Das ist... Ne? Cleaver mit Repair auf 46 Damage. Oder ein Rapier mit Repair auf 22 oder 24. Gibt's wahrscheinlich wieder massig gefährliche Viecher. So wie ich die ganze Gegend kenne. Ja. Auch von Metallurgy so Zeug wieder. Dann kommt das da. So ein kleines bisschen noch, habe ich gedacht. Keine Lust auf die Viecher da eigentlich. Die sind so ordentlich nervig. Okay, da. Siehst du? Genau deswegen. Naja, kann ich das Quartz? Doch, kann ich eins noch. Das ist schon Inventar voll. Das wäre herzlich blöd. Boah, ja, mir schickt's jetzt. Ich gehe zurück zu Team 2. Dimensionswechsel zurück. Ordentlich helfen. Dann mal fertig bauen. Übrigens, wir können theoretisch auch hier die Quartz Stairs mopsen. Ja, ist eigentlich nicht so verkehrt. Naja. So, und ist das Ding mal schon komplett fertig? Nein, hier fehlt noch was. Ich glaube, ihm fehlen noch ein paar Quarzblöcke und die mache ich jetzt gerade mal. Zack, so. Dann kann ich ja jetzt hier den setzen. Der hat die Toppings schon drin, er hat hier schon drin.
Und jetzt fehlt aber noch anderes, nämlich Magic Wall. Auf Vitneum Dust und Stone kriegen wir 16 von denen. Und dann muss ich kurz zu mir nach Hause. Vitneum Dust, 2 Stück. Und Stone, ich habe wohl einen normalen Stein noch irgendwo. Geschmolzen, normale Stein da. So, und dann kann ich mal kurz das hier machen. Das und das. Dann kriege ich Magic Wall raus. Okay. Dann brauche ich noch das da hier, eine Lectern. Auch wieder Holz und Drama Slabs drüber. So. Zack. Und einen Lever, also einen Schalter. Also kurz einen Cobblestone. Den können wir hier machen. Zack, und einen Stick drüber. So. Und dann kann ich runtergehen zu Skate. Nee, der wird gucken. Für Skate von Seams. Ah, da ist er. Der wird gucken. Ich kann das hier wegbauen. Weil das ist hier ja jetzt nicht ganz fertig. Denn hier müssen auch noch mal, muss auch noch das Stair hin, weißt du was? Ich mobs mir die jetzt einfach. Von der Deko hier vorne. Fällt gar nicht auf. So, dann da die Stair dran. Hier den Stein. Und zwar machen wir das dann. Müsste jetzt nicht von die Koppeltreppe lassen sollen. So. So. Den da so hin. Jetzt haben wir das so und so und so. Jetzt mache ich mir mal kurz hier das Lectern hin. Und hier machen wir den Schalter dran. Gut, brauchen wir nicht, aber egal. Das ist schon mal auf jeden Fall ein schöner Alter. Der sollte ordentlich ziehen. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Nach Hause, ins Bett gehen. Der nächste Schritt. Der nächste Schritt. Wird ein Tritt. Und zwar. So, ging jetzt viel schneller, das alles mal neu zu bauen. Und zwar brauche ich die Zutaten für all das, was ich hier so gesagt hatte. Ich sollte kurz ein paar Materialien mal rausschleppen, nämlich. Ach, das ist jetzt zwar kein Erz, aber weg. Kann weg. Poison Gland kommt dann da rein. Slimes oder so. Irgendwo ist Slime-Zeug da. Ich glaube, jetzt so Pflanzen. Chunk of Flesh. Ich hab so plenty Mistzeugs, Dingens, Inventar voll, Rotz, Gedöns. Oh, ich habe hier noch jemanden Quartz übrig. Oh, das ist gut. Egal. Macht nichts. Jetzt habe ich zwei hier geholt, aber. Oh, und wenn ich übrigens die vier habe, dann kann ich auch noch einen Block draus machen und den hier mit reinlegen. So, dann das raus, das raus, das raus. Okay. Wir brauchen mal wieder Zeug. Wir brauchen immer Zeug. Wir sind gierig wie die gierigsten Gierschlunde der Gierschlundheit. Und wir brauchen. Achso, ja, genau, die Dinger fehlen noch. Die Magic Wand, die Wände fehlen noch. Wir brauchen jetzt Zutaten. Und zwar von dem Buch hier. Wir brauchen eine Blank Rune, 2 Vitneum Dust, ein Arrow, 2 Vitneum, oh, Vitneum ist so selten einfach. Ja, 2 Vitneum Dust, ein Arrow, eine Blank Rune, ein Snowball. Oh, kriegen wir einen Schneeball her? Hier kriegen wir einen Schneeball her. Ein Schneeball. Und jetzt brauchen wir eine Blank Rune. Die wird auch recht einfach, glaube ich, gemacht. Warum haben wir die hier oben? Blank Rune aus Cobblestones. Einfach 7 Stück. So. Und zwar einmal so. Gehen wir 2 Stück raus. So. Dann brauchen wir noch zusätzlich zu der Blank Rune eine rote Rune, Flint in Steel und ein Spell Parchment. Spell Parchment hatten wir schon mal gehabt. Brauchen wir 2 Sticks. Und so ein Ding. Das und das. Kriegen wir so ein Spell Parchment raus. Dann brauchen wir eine rote Rune. Red Rune, die wird aus Farbstoff gemacht. Okay. Farbstoff sollten wir hier haben. Rose Red und halt so eine Rune. Zack, kriegen wir eine rote Rune raus. Ich hoffe, wir haben jetzt alles.
Flinten Steel fehlt noch. Ich weiß gar nicht, ob Flinten Steel neu sein muss. Ich hoffe mal nicht. Dann kann ich mich einfach das hier nehmen. Und dann geht's zu dem Ding. Weil wir müssen ja alles haben jetzt. Die Magic Wall oder die magische Mauer kommt noch dahin. Tja, damit hat er nicht gerechnet. 1, 2, 3. Dam, 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 dam. So, und jetzt tue ich mein Rezept hier drauf. New Entry unlocked. Okay. Und jetzt würde ich gerne. Funktioniert das schon? Nein, es funktioniert nicht. Irgendwas stimmt noch nicht. Oder doch. Ich fange mal der Blank Rune. Ich hoffe mal, das geht schon. Das müsste eigentlich gehen. Würde mich gerade ein bisschen wundern. Schalter muss dran, damit es funktioniert. Auch wenn er nicht eingeschaltet ist. Den muss man später anschalten. Wir brauchen zuerst eine Blank Rune. Geht das schon? Nein. Warum nicht? What's wrong with it? Ich weiß, was stimmt. Ja, das Ding hier oben fehlt noch. Na klar, das nicht funktioniert. Wir brauchen... Warte, wie heißt das? Wie heißt das Gerät? Crafting, Alter. Wo haben wir es hier? Das wird wieder teuer, ne? Oder nee, so heißt das ganze Ding. Nein, heißt nicht. Stone und Vidneum das. Mal wieder Vidneum das. Meine Güte. Kann ich das bei Skate mopsen? Hat er das noch? Ich habe auch dazu beigetragen. Wie meinen tollen Vidneum das verbrauchen. Hallo, ist hier sein Tempel. Yay, das Vidneum das. Einen brauche ich nämlich selbst noch und einen Cleanstone halt. Cleanstone hat aber bestimmt auch. Komm schon, Cleanstone. Du hast Cleanstone. Skate, du hast Cleanstone. Skate, du hast Cleanstone. Cleanstone. Cleanstone! Cleanstone. Cleanstone. Der Junge hat kein Cleanstone. Nee. Nee, dann wieder nach Hause und hol ich mir eben da mein Zeug und alles weiter sieht dann in der nächsten Folge. Bis dahin, lass krachen. Und dann kommt unser erster Zauber, der auch funktioniert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.